Das Angebot an veganen Ersatzprodukten in Supermärkten ist die letzten Jahre explodiert. Aber es gibt immer noch einige Ersatzprodukte, die man nur in Asiamärkten bekommt. Vegane Shrimps, veganer Schweinebauch, vegane Ente und veganen Thunfisch zum Beispiel. Das alles und noch mehr habe ich mir im großen DX Center hier in Berlin gekauft und das wird jetzt ausprobiert. Let's go! Ich habe mir zum Testen Dimi dazu geholt. Hallo! Er ist heute unser Fleischexperte. Wir werden heute ein paar coole Sachen testen und zwar vegane Ente, vegane Shrimps, veganer Schweinebauch, Rind, Thunfisch und noch mehr. Und ehrlich gesagt, ja, es ist für mich alles ganz neu. Ich habe nämlich weder die veganen Varianten noch die unveganen Varianten in meinem Leben gegessen. Deswegen musst du uns auf jeden Fall sagen, ob es authentisch schmeckt. Das letzte Mal, als du Fleisch gegessen hast, war halt mit 13, ne? Ja. Also mega lange her. Ist ein bisschen her. Wir starten auch gleich mit dem Thunfisch. Das habe ich uns hier mal auf ein Brot gemacht. Ich muss sagen, es riecht ein bisschen fischig. Schon. Aber das ist mir schon eben aufgefallen. Also es hat noch was so von Tomate. Interesting. Ich mag eigentlich halt gar keinen Thunfisch. Aber das schmeckt mir. Ich finde, es schmeckt gut. Es schmeckt ein bisschen salzig. Also ich finde nicht, dass es wie Thunfisch schmeckt. So, die Konsistenz ist wie Thunfisch. So, das haben die voll gut hinbekommen. Aber es ist jetzt nicht so ein Thunfisch-Dupe, sagt man Dupe? Würdest du es nochmal kaufen? Nein. Safe nicht. Also so, ich finde es nicht geil, aber man kann es essen. Als nächstes haben wir hier Schweinebauch. Und ich finde allein die Vorstellung davon irgendwie ziemlich eklig und deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ich finde so interesting, diese Unterteilung sieht man ja schon, ne? Dass das Fett sein soll. Ja, genau. Hä, warte, es riecht. Findest du, es riecht wie Popcorn? Nein. Ich finde, es riecht wie Fried Tofu. I don't know. Dieser hoffnungsvolle Blick, dass ich schon erklären kann, was es sein soll. Bin ich begeistert. Man kaut halt ewig drauf rum. Mhm. Immer noch. Irgendwie. Ich würde auch nicht sagen, dass es irgendwie so 100% wie Schweinebauch schmeckt, aber im Nachgeschmack, to be honest, schon. Okay. Also, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man es halt mit Öl in der Pfanne anbrät und dann ist es dadurch noch fettiger und so. Ja. Die Konsistenz ist schon ähnlich wie Schweinebauch, so, weil man kaut halt lange drum. Also ich finde, man kann es essen. Aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. Also ich glaube, wir beide würden es nicht nochmal kaufen, ne? Nein, danke. Not again. Next. Wir machen jetzt weiter mit veganen Kabeljau. Mhm. Es gibt verschiedene Punkte, wo ich schon Angst habe, wo ich mir denke, okay, what is this? Erstmal, es sieht aus wie Aubergine. Ich muss sagen, dass ich Fisch halt schon eklig finde. Also selbst in der Zeit, wo ich noch Fleisch gegessen habe, fand ich so Fisch und alles, was aus dem Meer gekommen ist, fand ich immer richtig, richtig eklig. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt, weil es riecht auch schon. Es riecht schon. Fischig. Intensiv, ja. Aber kleiner Spoiler, gleich kommen noch vegane Shrimps. Ja, da bin ich auch nicht so excited. Schauen wir mal. Es ist so Gummi. Es hat keinen Geschmack, oder? Schmeckt weniger intensiv, als es riecht, auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass mich das irgendwie schon überzeugt hat. Also ich bin nämlich gar nicht so abgeneigt. Ja, weil ich glaube, also so plain ist es klar boring. Ja. Aber ich stelle mir das so vor, wie würde man Fisch servieren? Eigentlich mit so Gemüse, so einer nicen Soße, Zitrone on top. Und wenn man das mit dem macht, würde es, glaube ich, richtig nice schmecken. Okay. Ja. Also ich bin nicht so begeistert. Ich finde nicht, dass es jetzt krass eklig schmeckt. Aber allein durch den Geruch irgendwie stößt es mich so ein bisschen ab. Mhm. Findest du, dass es im Geschmack Fisch ähnelt? Nein. Okay. Mm-mm. Ja, es ist schon interesting, aber ich glaube, dass andere Produkte, die gleich drankommen, mich mehr überzeugen werden als das. Safe. Das nächste sieht tatsächlich ziemlich nice aus, finde ich. Und das ist veganes Rind. Das sind so kleine Medaillons, sage ich mal. Und ich finde, dass die Farbe schon nice aussieht. Es sieht auch so aus, als hätte es eine ganz nice Texture, maybe. Es ist wie so eine Frikadelle halt, ne? Schon. Also es ist schon faserig und relativ fest. Es hat echt was von einer Frikadelle, finde ich. Ja, das schmeckt echt voll gut. Also das würde ich nochmal kaufen. Ja, und vor allem auf jeden Fall machen. Die Zubereitung ging ja auch schnell, ne? Ja. Es ist tiefgekühlt, man packt es kurz in die Pfanne und so und dann hat man es schon. Also das kommt von allem, was wir probiert haben, Fleisch so am nächsten. Ja, so von der Konsistenz, wie es aussieht, auch vom Geschmack so. Wie teuer ist dieser Pack? Auch so 3-4 Euro wahrscheinlich. Ne? Genau. Ich habe leider den Kastenzettel nicht aufgehoben, aber alle Produkte kosten so 3-4 Euro ungefähr.
Bevor wir jetzt zu den drei spannendsten Produkten kommen, wenn dir das Video bisher gefallen hat, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da für weitere coole Vegan-Videos und coole Selbstexperimente. Als nächstes haben wir Chicken. Das sieht in der Packung sehr funky aus. Also wir haben jetzt nur ein halbes Chicken gekauft, aber man kann auch ein ganzes Chicken kaufen. Das ist hier so... sieht so lustig aus. So reingepresst. Und so eine Form hier einfach. Und ja, also es riecht auf jeden Fall wieder ein bisschen so nach... Soja, I don't know. Das haben wir jetzt auch einfach in der Pfanne zubereitet und let's go. Okay, wow. Schmeckt wirklich fast noch gar nichts. Also finde ich. Mhm. Nee, es schmeckt auch noch nichts. Aber die Konsistenz ist schon Chicken. Ich meine, da wo wir das gekauft haben, das sind ja auch zum Großteil Produkte, die dann von Restaurants gekauft werden. Stimmt. Und die dann irgendwie halt krass zubereitet werden. Aber so alleine schmeckt es halt wirklich nach so gut wie gar nichts. Ja. Aber die Texture ist auf jeden Fall ganz nice. Ja, Texture is approved. Wir machen weiter mit veganen Shrimps. Mhm. Sehen super exciting aus, weil die so einen krustigen Mantel haben und alles mit crispy Mantel, it's the best. Und das sind Zitronenshrimps und ich finde, man riecht es auch schon ein bisschen. Man sieht sogar tatsächlich durch die Panade durch. Stimmt. So diesen Unterschied von den rötlichen und den weißen Parts. Das ist sehr flexibel. Ach, du hast noch nie Garnelen gegessen, so? Nee, ich finde, das sieht so eklig aus. Also, ich würde nie auf die Idee kommen, das zu essen eigentlich. Deswegen meine Schwester mich sagt das auch ein bisschen immer. Überwindung. Okay. Ich habe die schon mal probiert ohne Mantel. Da mochte ich die nicht so, dass die waren echt gummiartig. Aber mal schauen, wie es jetzt ist. Interesting. Also, für alle, die die Konsistenz von Shrimps kennen, it's like, es kommt dem nahe. Es ist nicht eins zu eins das, aber es kommt denen schon nahe. Aber ich finde, der Geschmack kommt eigentlich durch die Panade hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die Konsistenz tatsächlich nicht so geil. Ich finde, es hat so ein bisschen was von eingeweichten Gummibärchen. Nee, aber ich kann die voll verstehen, weil die Konsistenz von Shrimps ist halt voll eigen. Also ich finde den Geschmack okay, Konsistenz überhaupt nicht mein Ding. Für das Finale probieren wir jetzt vegane Barbecue-Ente. Und ich finde, die sieht auf jeden Fall schon mal richtig nice aus und riecht auch echt gut. Ich finde, so ein Plus ist schon mal, dass es nicht so ein ganzes fettes Stück ist, sondern so kleine Stücke einfach. Here we go. Mhm. Das schmeckt halt auch ohne Soße. Das schmeckt echt gut. Richtig nice. Viele Sachen, die vegan sind und Barbecue drin haben, schmecken einfach nur so, als hätte man so einen Liter Barbecue-Soße drüber gekippt. Aber das finde ich gar nicht. Ich finde, es hat auch noch genug Eigengeschmack und so. Ich finde, man muss es aber auch gar nicht als vegane Ente verkaufen. Ich finde, das steht für sich. Mhm. Also, weil ich finde es mega nice. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es halt so wie Ente ist, aber spricht ja nichts gegen. Ich finde, das ist einfach ein mega gutes Produkt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der Gewinner dieses Videos. Ich glaube auch. Ist auf jeden Fall mega cool, mal alles durchzuprobieren. Was war denn so dein Favorite? Ich glaube, die Ente, dann kommt Rindfleisch und dann Thunfisch. Okay. Bei dir? Also ich fand, glaube ich, das Rind am besten, auf dem zweiten Platz die Ente und ich glaube, das war's. Den Rest fand ich so mittelmäßig bis nicht so geil. Ich glaube, den Kabeljau fand ich wirklich am allerschlimmsten. Ja, also das würde ich nicht mehr freiwillig nochmal essen. No, da war auch sogar dieses gepresste Hühnchen besser. Ja, auf jeden Fall. Dieser Kabeljau, like for real. Schreib mir gerne mal unten in die Kommentare, was dein liebstes Fleischersatzprodukt ist und ob du vielleicht sogar mal was von den Sachen, die wir getestet haben, schon ausprobiert hast. Klick jetzt hier für noch mehr coole veganen Videos oder check mal dieses Video aus. Dein Daumen nach oben, Kommentar und Abo sind eine riesen Unterstützung. Und check auch gerne mal meinen Podcast aus und folge mir auf Instagram und TikTok. Die Links dazu findest du unter dem Video. Bis dann, ciao!